Schön, dass du heute wieder bei unserer Andacht zu einem weiteren Lied, dem Lied Do You Believe, dabei bist. Ich möchte mit dir und euch über eine einfache, aber tiefgreifende Frage sprechen. Glaubst du, Do You Believe? Diese Frage kann uns in verschiedenen Momenten unseres Lebens begegnen. Und sie ist nicht nur eine Frage des Glaubens, sondern auch des Vertrauens, der Hoffnung und der Liebe. Sie ist in unseren Alltag eingebettet, selbst wenn wir es nicht immer bewusst wahrnehmen. In dem Lied Do You Believe, das ich vor ein paar Tagen komponierte, habe ich mir Gedanken über den Glauben an positive Dinge und die Hoffnung in schwierigen Zeiten gemacht. Es geht darum, ob man an das Gute, an die Liebe, an Träume und an die Fähigkeit glaubt, aus Herausforderungen gestärkt hervorzugehen. Der Text stellt die Frage, ob man Vertrauen in das Licht nach der Dunkelheit, in den Frieden nach dem Sturm und in die Erfüllung von Hoffnungen hat, selbst wenn die Umstände schwierig sind. Er ermutigt dazu, in schwierigen Zeiten an Vertrauen, Heilung und Zuversicht festzuhalten. Lasst uns in unserer Besinnung mit einem Beispiel aus dem Alltag beginnen. Stell dir vor, du stehst am Morgen auf, schiebst die Vorhänge beiseite und die Sonne scheint durch das Fenster. Ohne darüber nachzudenken, glaubst du daran, dass die Sonne wieder aufgehen wird, obwohl du den nächtlichen Himmel noch vor ein paar Stunden als dunkel und sternenlos erlebt hast. Dieser Glaube an das Licht nach der Dunkelheit spiegelt eine tiefe Wahrheit wider. Wir vertrauen darauf, dass das Gute auch nach schwierigen Zeiten zurückkehrt. In der Bibel, im Buch der Psalmen, lesen wir: Der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Diese Worte erinnern uns daran, dass Gott selbst das Licht ist, das die Dunkelheit vertreibt. Es ist der Glaube an seine Gegenwart, der uns durch die dunkelsten Stunden führt. Ich gebe ein anderes Beispiel. Stell dir vor, du gehst an einem stürmischen Tag am Meer spazieren. Die Wellen schlagen hoch, der Wind peitscht dir ins Gesicht und doch weißt du, dass dieser Sturm vorübergehen wird. Du glaubst daran, dass nach dem Sturm die Ruhe kommt. In unserem Leben sind die Stürme oft schwierige Situationen, sei es eine Krankheit, Probleme in der Familie oder Herausforderungen in der Schule oder am Arbeitsplatz. Jesus selbst hat diesen Glauben inmitten eines Sturms demonstriert. In Markus 4, in den Versen 39 und 40 heißt es: Da stand er auf, bedrohte den Wind und sprach zu dem See: Schweig, verstumme. Und der Wind legte sich und es entstand eine große Stille. Und er sprach zu ihnen: Warum habt ihr solche Angst? Habt ihr noch keinen Glauben? Jesus zeigt uns, dass der Glaube auch in den schwierigsten Zeiten, wenn alles um uns herum tobt, die Macht hat, Frieden zu bringen. Ein letztes Beispiel. Denkt an einen Landwirt, der seinen Samen sät. Er legt ihn in die Erde und glaubt fest daran, dass aus diesem kleinen Samenkorn eine reiche Ernte hervorgehen wird, obwohl er nicht sehen kann, was unter der Erde geschieht. Diese Art von Glauben ist eine wunderbare Metapher für die Hoffnung, die wir in uns tragen. In Hebräer 11, Vers 1 lesen wir: Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Der Glaube gibt uns die Kraft, in die Zukunft zu blicken und an das Gute zu glauben, auch wenn wir es noch nicht sehen können. Liebe Freunde, die Frage Do you believe geht tief. Sie fordert uns heraus, über unseren Glauben im Alltag nachzudenken und ihn in den kleinen und großen Momenten zu leben. Glauben wir daran, dass nach der Dunkelheit das Licht kommt? Vertrauen wir darauf, dass die Stürme des Lebens vorübergehen? Haben wir die Hoffnung, dass unsere Saat Früchte trägt, auch wenn wir den Ertrag noch nicht sehen? Lasst uns heute unser Vertrauen auf Gott erneuern, der uns durch jede Dunkelheit führt, jeden Sturm stillt und jede Hoffnung zur Erfüllung bringt. Lasst uns glauben,
dass wir in seiner Liebe fest verwurzelt sind und dass nichts uns von seiner Gnade trennen kann. Amen.